Seit geraumer Zeit wissen wir, dass Verbrennungsmotoren nicht die Zukunft sind und wir nach einer Alternative suchen müssen. Im Moment liegt die Hoffnung auf Elektroautos. Mit diesem Wandel entstehen aber neue Fragestellungen. Was passiert zum Beispiel mit den Akkus nach ihrer Lebenszeit im Auto? Zurzeit werden die Altbatterien von Elektroautos nach ihrer Lebenszeit direkt recycelt. Bis zu 30% des Batteriegewichts werden dabei herkömmlich zurückgewonnen. Viele Ressourcen werden in diesem Prozess nicht optimal genutzt. Eine Alternative bietet die Kreislaufwirtschaft. Bei dieser werden bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert. Die Batteriekapazität nimmt während der Lebenszeit ab. Aufgrund der Reichweitenproblematik sind Elektroautobatterien bis zu einer Kapazität von 80% attraktiv. Anstatt die Batterien danach direkt zu recyceln, ist es denkbar, die Batterien zu demontieren oder wieder aufzubereiten. So könnten sie beispielsweise in gebrauchten Elektroautos oder aber auch in Energiespeichern nochmal zum Einsatz kommen. Das Forschungsprojekt DemoBat untersucht die automatisierte Demontage von Traktionsbatterien aus Elektroautos, um sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft weiterzuverwenden. Eines dieser Geschäftsmodelle beschreibt einen Autohersteller, der die Altbatterien demontiert und zu Heimspeichern weiterverarbeitet. Um Kosten für die Jahre 2030, 2040 und 2050 zu kalkulieren, haben wir mit Hilfe einer Simulation Zukunftsszenarien für die Rücklaufmenge der Altbatterien erstellt. Um die Demontagekosten der Akkus zu kalkulieren, wurden verschiedene Kostenstellen abgeschätzt und für die jeweiligen Szenarien berechnet. Die Kosten für den Zusammenbau der Batterie wurden für jeden Verwendungszweck individuell kalkuliert. Eine qualitative Bewertung erfolgte in 5 verschiedenen Kategorien. Zudem wurde das Marktumfeld sowie die Stakeholder und Kundengruppen analysiert. Abschließend können wir sagen, dass durch die steigenden Rücklaufmengen an Altbatterien und dem zunehmenden regulatorischen Druck, höhere Recyclingquoten in der EU zu erzielen, kein Weg an neuen Geschäftsmodellen vorbeiführt. Gerade die Autohersteller können durch ihr vorhandenes Fachwissen im Bereich Elektroautos eine Vorreiterrolle einnehmen.